Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier bist. In diesem Yoga-Video heute geht es um dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen, darum, dass du in deine Kraft findest. Wir wollen unser inneres Feuer entfachen und unsere Stärke hier etablieren. Und ja, falls du noch nie Yoga geübt hast, mach dir gar keine Sorgen. Übe so, dass es sich für dich gut anfühlt und passe die Praxis auf jeden Fall deinen Bedürfnissen und deinem Körper an. Und das Schöne ist im Yoga, dass alles kann, aber nichts muss. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Mitüben. Für die Praxis heute habe ich mir einen Yoga-Klotz bereitgelegt. Wenn du keinen Yoga-Klotz hast, ist das gar nicht schlimm. Dann nimmst du dir ein Sitzkissen, ein Meditationskissen oder so ein dickes Sofakissen, wo du dich gut ablegen kannst. Wir starten auch direkt im Sitzen. So setz dich auf dein Kissen, auf deinen Klotz, was immer du bei dir hast. Kreuz die Beine vor dir und richte deine Wirbelsäule auf. Schließe sanft deine Augen. Erde deine Sitzbeinhöcker nach unten in den Boden. Und dann richte deinen Rücken ganz lang bis zur Kopfkrone nach oben auf und lass dabei die Schultern ganz schwer sinken. Bring deinen Fokus nach innen. Nimm dir diese ersten Augenblicke Zeit, um erstmal hier bei dir anzukommen. Nimm wahr, wie deine Atmung gerade fließt. Wo kannst du die Atmung spüren? Und lade jetzt auch deinen Geist, deine Aufmerksamkeit ein, hier bei dir anzukommen. Deinen Fokus, deine Konzentration jetzt hier zu dir zu bringen. Lass die Atmung dabei tief bis nach unten in den Bauch fließen. So mit jeder Einatmung füll deinen Bauch, füll deinen Brustkorb. Und mit der Ausatmung lass allen verbrauchten Atem gehen. Nochmal hier, tief ein und tief aus. Und dann lege deine Hände oberhalb des Bauchnabels auf deinen Solarplexus. Im Yoga sprechen wir hier von unserem Manipura. Das ist der Ort unserer Kraft, unseres inneren Kraftzentrums, der Ort unserer inneren Sonne. Dort, wo all deine Begabungen, deine Talente verborgen liegen. Und dann spüre mit den Händen in diesem Bereich. Verbinde dich innerlich mit deiner inneren Sonne, mit deinem inneren Feuer, mit deiner Kraft. Und ich lade dich heute ein, dir ein Mantra, eine Intention für die Praxis zu setzen. So lass uns das Mantra mitnehmen. Ich bin kraftvoll. Ich bin wertvoll. Ich kann das. Ich bin kraftvoll. Ich bin wertvoll. Ich kann das.
Und dann blinzel langsam die Augen auf. Nimm deine Unterlage beiseite. Und ich setze mich von hier aus auf meine Fersen. Ich öffne die Knie leicht nach außen und ich strecke meine Arme nach vorne aus. In die Kindhaltung. Leg deine Stirn zum Boden ab. Und jetzt wandere die Fingerspitzen weit nach vorne. Zieh dein Steißbein weit nach hinten zu deinen Fersen. Arbeite den Rücken hier in die Länge. Schick die Atmung rings um deinen Brustkorb herum. Schaff auch hier Raum und Weite. Tief ein. Und tief aus. Einmal noch. Tief ein. Und tief ausatmen. Mit deiner nächsten Einatmung bring die Schultern über deine Hände, fächere die Finger weit, sodass du ein gutes Fundament hier hast. Heb den Brustkorb, heb den Blick nach vorne oben. Ausatmen, drück den Boden von dir weg, werde ganz rund, zieh das Kinn zum Brustkorb ran. Einatmen, Länge schaffen, zieh die Schultern zurück, heb dein Herz. Ausatmen, werde rund, rund, rund. Zweimal noch einatmen, heb dein Herz nach vorne, oben, mach dich lang. Und Mitte ausatmen, drück den Boden wieder von dir weg und jetzt versuch vor allem deinen unteren Rücken rund zu machen. Letztes Mal, tief einatmen, verlängern, hebe dein Herz nach vorne, oben. Ausatmen, Kinn zum Brustkorb, wird ganz rund. Einatmen, komm gerade. Und mit der Ausatmung stell deine Zehen auf, heb die Knie weg vom Boden und schieb dein Steißbein zurück. Wir kommen in den herabschauenden Hund wie in so einer Dreiecksposition. Und dann beginn dich hier erstmal durch zu bewegen. Du kannst abwechselnd die Knie beugen, die Fersen heben. Den Kopf so ein bisschen von links nach rechts drehen, den Nacken durchbewegen. Und so ein bisschen die Gelenke aufwecken. Wunderbar. Und dann heb deine Fersen, beug deine Knie, blick nach vorne, atme aus. Mit der Einatmung bring die Schulter nach vorne über die Hände, lass die Knie schwebend über dem Boden. Atme aus. Einatmen, schieb dich zurück, lass die Knie gebeugt. Ausatmen, bring die Schultern über die Hände. Knie schweben über dem Boden, kraftvolle Körpermitte. Gleich nochmal. Schieb den Steißbein zurück, lass den Rücken ganz lang, Knie gebeugt. Ausatmen, schieb dich nach vorne, Schultern über die Hände. Einatmen, schieb dich noch einmal zurück, lass die Knie gebeugt, Rücken ganz lang. Und mit der Ausatmung wandere die Füße nach vorne zu deinen Händen. Löse die Hände vom Boden, lass die Füße hüftbreit geöffnet. Und dann greif deine Ellbogen, lass die Knie gebeugt und dann häng dich nochmal schwer über deine Beine nach vorne. Du kannst doch hier nochmal den Kopf schwer hängen lassen. Ja, ja, ja. Nein, 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 ausschütteln. Und dann löst die Arme. Du kannst auch hier nochmal die Hände schütteln, Handgelenke bewegen. Und dann beug deine Knie, roll dich nach oben auf zum Stehen. Lass die Füße hüftbreit geerdet und dann richte dich ganz groß und stolz nach oben auf. Fächere deine Zehen weit und schaff dir über deine Fußsohlen stabiles Fundament, den Kontakt mit der Erde. Verwurzel dich nach unten, sodass du sicher und aufrecht stehen kannst. Lass deine Schultern nach unten sinken und zieh die Kopfkrone dagegen nach oben. Mach dich groß. Und dann schließ auch hier nochmal für einen kurzen Augenblick deine Augen, um dich nochmal ganz bewusst hier aufzurichten, den Blick nach innen zu kehren und dich nochmal mit deiner Atmung zu verbinden. Wir atmen über die Nase tief ein und tief aus. Tief ein.
und tief aus. Einmal noch tief hier ein. Und tief aus. Und dann bring deine Hände zusammen vor dein Herz. Verbinde dich nochmal ganz bewusst mit deinem Mantra. Ich bin kraftvoll. Ich bin wertvoll. Ich kann das. Nimm es dir mit. Atme tief ein. Und mit der Ausatmung senk die Stirn zu den Fingerspitzen, blinzel die Augen auf. Mit der Einatmung beug die Knie, zieh die Arme nach vorne, setz dich wie für einen Stuhl, schieb das Gewicht nach hinten Richtung Fersen, atme tief ein. Und mit der Ausatmung kreis den rechten Arm über unten nach hinten, guck der rechten Hand nach. Jetzt halte die Beine stark, mit der Einatmung heb den rechten Arm. Ausatmen, linke Arm pendelt über unten zurück. Guck der linken Hand nach, deine Beine bleiben stark. Einatmen, heb den linken Arm. Mitte ausatmen, rechter Arm über hinten nach unten pendeln. Guck der rechten Hand wieder nach. Gleich nochmal, einatmen, Mitte. Ausatmen, linke Arm über unten, Kreis nach hinten. Super. Eine Runde noch. Tief einatmen. Halt die Beine stark und tief gebeugt. Ausatmen. Rechte Arm über unten pendeln. Schöner Twist in der Wirbelsäule. Einatmen. Center. Hebt die Arme. Ausatmen. Linke Arm pendelt über unten zurück. Einatmen. Mitte. Hebt die Arme. Und mit der Ausatmung tauch nach vorn und dann verlängere die Beine. Einatmen, bring die Hände auf die Schienbeine, mach den Rücken ganz lang. Ausatmen, greif um die Waden, roll nochmal nach vorne in die Vorbeuge tief. Einatmen, drück dich ab, Flatback, Wirbelsäule lang. Ausatmen, ganze Vorbeuge tief, greif um die Waden herum. Letztes Mal tief einatmen, halbe Vorbeuge, drück dich ab, Wirbelsäule lang, Schultern ziehen zurück und Mitte ausatmen, setz die Hände zum Boden, steig in den herabschauenden Hund. Einatmen, heb das rechte Bein nach oben, mach dich lang. Und Mitte ausatmen, steig den rechten Fuß nach vorne neben deine rechte Hand. Großer Ausfallschritt. Erde die Fußsohlen, mit der Einatmung heb die Arme nach oben, komm in den hohen Ausfallschritt High Lunge. Check nochmal, dass dein Knie über dem Knöchel steht und das Knie in die gleiche Richtung wie deine Zehenspitzen zeigt. Meine hintere Ferse ist gehoben, ich heb mein Brustbein ganz stolz, atme tief ein und jetzt ganz kraftvoll beug die Ellbogen, zieh die Ellbogen an dir vorbei. Einatmen, heb die Arme nach oben. Ausatmen, kraftvoll, zieh die Ellbogen an dir vorbei. Die Beine bleiben wieder stark, tief ein. Ausatmen, Ellbogen an den Rippen entlang nach hinten. Zweimal noch tief ein. Ausatmen, ganz kraftvoll und stark. Super, tief ein. Heb die Arme. Letztes Mal, Ellbogen beugen. Einatmen, heb die Arme nach oben und mit der Ausatmung dreh die Ferse hinter dir flach. Öffne Arm und Becken, Krieger 2. Auch hier, das Knie bleibt wieder über den Zehenspitzen, das vordere Bein gebeugt, hinten gestreckt. Und jetzt zieh die Arme kraftvoll auseinander. Blick nach vorne über deine Fingerspitzen. Mit der Einatmung streck das vordere Bein. Und jetzt hol dir die Energie zu dir heran, atme ein. Ausatmen, wieder beugen, öffne die Arme, Krieger 2. Gleich nochmal einatmen, Energie zu dir holen, ausatmen, stark und stolzer Krieger. Zweimal noch tief einatmen, vorne strecken, hol dir die Energie zu deinem Zentrum, ausatmen, Arme wieder öffnen. Letzter, tief einatmen und tief aus. Mit der Einatmung, Hände ranholen, streck das vordere Bein. Ich drehe beide Fersen leicht nach innen, die Zehenspitzen leicht nach außen. Heb die Arme nach oben, ganz groß, ganz stolz. Und mit der Ausatmung, Kaktusarme, beug die Knie über die Zehenspitzen. Jawohl, einatmen, streck die Beine, streck die Arme, mach dich groß, zeige dich. Ausatmen, Knie beugen, Kaktusarme. Gleich nochmal, tief einatmen, streck die Beine, heb die Arme.
Ausatmen, Kaktusarme, drück die Fersen in den Boden. Letztes Mal tief einatmen, wachs nach oben. Ausatmen, Ellbogen beugen. Wir bleiben hier für 3 Atemzüge. Heb das Brustbein. Und jetzt stell dir vor, du ziehst mit einem Schulterblatt deine Arme kraftvoll nach unten, als würdest du hier einen Gummizug nach unten haben. Heb das Brustbein tief ein. Und mit der Ausatmung setz dich noch eine Etage tiefer. Einmal noch tief einatmen. Und tief aus. Mit der Einatmung streck die Arme, streck die Beine. Und dann beug von hier wieder das rechte Knie nach vorne, hinteres Bein lang, Krieger 2. Dreh die rechte Handfläche nach oben, heb den rechten Arm, tanzender Krieger, einatmen. Ausatmen, setz die Hände nach vorne zum Boden, steig mit dem rechten Bein neben das linke, komm in deine Brettposition. Drück den Boden von dir weg. Und jetzt halte hier. 3 kraftvolle Atemzüge, spür die Kraft in deinem Chor, atme tief ein. Ausatmen, 2. Tief einatmen. Und tief aus. Letztes Mal tief ein. Und mit der Ausatmung lass die Fersen nach rechts fallen. Einatmen, heb den linken Arm nach oben für den Seitstütz. Drück dich ab, drück den Boden von dir weg. Und jetzt ganz stolz, wachs nach oben, guck in deine linke Hand. Setz einen klaren Fokus für deine Augen. Tief einatmen. Ausatmen, 2, gleich geschafft, letztes Mal nochmal hier tief ein. Und mit der Ausatmung senk den Blick, senk die linke Hand. Heb deine Fersen wieder nach oben und mit der Ausatmung schieb dich zurück, herabschauender Hund. Erde nochmal hier die Füße, die Hände, mach den Rücken ganz lang. Finde nochmal hier zurück zu deiner Atmung. Mit deiner Einatmung heb das linke Bein nach oben. Ausatmen, steig den linken Fuß nach vorne neben deine linke Hand. Erde deine Füße ganz fest, drück den großen Zehbein in die Matte. Mit deiner Einatmung heb die Arme nach oben. Hoher Ausfallschritt. Heb dein Brustbein, mach dich wieder lang. Und mit der Ausatmung Ellbogen an dir entlang nach hinten, ganz stark. Einatmen, heb die Arme, schöpf hier Kraft. Ausatmen, kraftvolles Körpermitte, kraftvolles Center. 2-mal noch tief ein. Kraft schöpfen, ausatmen, zu dir heranholen. Letzter, tief ein. Ausatmen, richtige Fäuste machen, zieh die Ellbogen an dir entlang. Einatmen, heb die Arme. Und mit der Ausatmung dreh die Ferse hinter dir flach. Öffne die Arme für den Krieger 2. Vorne gebeugt, hinten gestreckt, Knie über die Zehenspitzen. Zieh die Arme kraftvoll auseinander, Blick nach vorne. Mit deiner nächsten Einatmung streck das vordere Bein, hol dir die Hände zu deinem Energiezentrum ran. Ausatmen, Arme wieder öffnen. Einatmen, Knie strecken vorne, hol die Energie zu dir. Ausatmen, tief beugen, Erdung, Stabilität suchen. Einatmen, ranholen. Ausatmen, Arme wieder öffnen, Knie beugen. Letztes Mal tief einatmen, ranholen. Ausatmen, beugen. Einatmen, strecken und ranholen. Ausatmen, dreh die Fersen leicht nach innen. Heb die Arme über die Seite nach oben, zieh dich nochmal lang. Ausatmen, Kaktusarme, Knie in einer Linie beugen über die Zehenspitzen. Einatmen, Arme und Beine strecken, drück den Boden von dir weg, groß und stolz. Ausatmen, Ellbogen beugen, zieh die Schulterblätter tief. Gleich nochmal, tief einatmen, streck und wachs. Ausatmen, Knie beugen, Schulterblätter, Ellbogen kraftvoll tief. Letztes Mal, tief einatmen, wachsen. Ausatmen, beugen. Jetzt lass uns hier bleiben für 3 Atemzüge. Setz dich noch eine Etage tiefer. Stell dir wieder vor, wie du an einem Gummiband die Ellbogen nach unten ziehst. Aktivier die Rückenmuskulatur und stolz heb dein Brustbein an. Atme hier tief ein. Ausatmen, 2. Letztes Mal tief einatmen. Ausatmen, 3. Mit der Einatmung streck die Arme, streck die Beine. Ausatmen, linkes Knie beugen, Arme wieder auf Schulterhöhe öffnen.
Linke Handfläche dreht nach oben, lehn dich zurück, tanzender Krieger. Ausatmen, setz die Hände nach vorne, links und rechts neben den Fuß, steig links zurück in deine Plank-Position. Und jetzt bleib noch mal hier, drück dich aus den Schultern raus, Bauchnabel nach innen ziehen, kraftvolle Körpermitte. Tief ein und tief aus. Super, tief ein und tief aus. Letztes Mal, tief ein. Und mit der Ausatmung Fersen nach links fallen lassen. Heb den rechten Arm nach oben, Seitstütz. Drück den Boden wieder von dir weg. Blick nach oben in deine rechte Hand. Kraftvoll, tief ein und tief aus. Hol dir nochmal dein Mantra zu dir. Ich bin kraftvoll, ich bin wertvoll, ich kann das. Tief ein und mit der Ausatmung setz die rechte Hand zum Boden. Heb deine Fersen zurück, komm in die Plank-Position. Ausatmen, Knie beugen, schieb dich zurück, herabschauender Hund. Gern nochmal durch die Lippen pusten, Nacken lockern, Atmung wieder finden. Einatmen, heb deine Fersen, beug deine Knie, blick nach vorne und wieder lauf mit den Füßen zu den Händen, komm zum Anfang deiner Matte. Einatmen, beug die Knie, heb die Arme nach oben für den Stuhl. Beine wieder stark, Becken nach hinten schieben. Guck, dass die Knie über die Zehenspitzen zeigen. Und mit der Ausatmung dreh den linken Arm über unten nach hinten. Jawohl, tief einatmen, Center, heb den linken Arm. Ausatmen, rechter Arm pendelt über unten. Super, tief einatmen. Ausatmen, linke Arm pendelt über unten. Guck der Hand nach. Letzte Runde tief ein. Ausatmen, rechter Arm über und nach hinten drehen. Mitte einatmen und dann ausatmen. Komm zum Stehen, streck die Beine. Steig mit dem linken Fuß nach hinten. Öffne die Beine für eine weite Grätsche. Mit der Einatmung öffne die Arme weit zur Seite, wie so eine X-Position. Und wir werden eine kleine Atemübung machen. Und zwar ziehen wir über Kreuz Ellbogen und Knie zusammen. Ja, wir gehen jede Seite 10-mal. So atme kraftvoll dabei aus. Einatmen, ausatmen, rechtes Knie, linke Ellbogen. Und wechseln. Atme. Und 7 und 6. Und jetzt stell dir vor, wie du alles herausatmest. Alle Zweifel, alle Gedanken, die sagen, dass du das nicht kannst, dass du nicht genug bist, atme das aus. Für die letzten 5, 4, 3, 2, 1 und schließ die Augen. Leg die Hände nochmal auf deinen Bauch. Vielleicht kannst du den Herzschlag spüren. Jetzt spür noch mal rein, spür die Hitze im Körper, deine Kraft, dein Feuer. Das bist alles du. Das steckt alles in dir. Du bist kraftvoll. Du bist stark. Du hast so viel Potenzial in dir. Erlaube dir, in deine Kraft zu treten. Und dann blinzel auch hier langsam die Augen wieder auf. Komm zum Anfang der Matte zurück. Mit der Einatmung heb die Arme über die Seite. Und mit der Ausatmung Becken, Borne kippen, tauch nach vorne über deine Beine. Hände auf die Schienbeine, halbe Vorbeuge, mach dich lang. Und mit der Ausatmung steig zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, komm nach vorne, bring die Schultern über die Hände. Ausatmen, leg die Knie ab und setz dich über die Seite. Schwing die Beine nach vorne. Wir gehen in eine letzte kraftvolle Übung. Das ist das Boot. Ja, es geht darum, die Kraft in unserem Zentrum zu aktivieren. Genau da, wo unser Feuer sitzt, unser Manipura, unser Agni.
So greif die Hände in die Kniekehlen, bring dein Gewicht auf deine Sitzbeinhöcke, lehn dich leicht zurück, mach den Rücken lang und dann heb die Füße nach oben. Ich greife meine Hände ineinander, der Zeigefinger, der Daumen bleibt lang. Es ist das Kali Mudra. Heb dein Brustbein und mit der Ausatmung dreh den Oberkörper nach rechts. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Ausatmen, dreh den Oberkörper nach links. Einatmen, Mitte. Ausatmen, nach rechts drehen. Super, tief einatmen. Ausatmen, nach links. Letzte Runde, tief ein. Ausatmen, nach rechts. Einatmen, Mitte. Ausatmen, nach links. Einatmen, Mitte. Und wenn du noch ein bisschen mehr möchtest, komm eine Etage tiefer. Halte, halte, halte. Einatmen, komm nach oben und stütz dich einmal ab. Kurz durchatmen. Super geschafft. Und dann wieder kreuz die Beine, nimm dir wieder deine Unterlage. Setz dich drauf auf dein Kissen, auf dein Klotz, was immer du hast. Schließ nochmal die Augen. Und dann leg die Handflächen aufeinander. Entscheide, ob die linke oder die rechte Hand als erstes aufeinander liegt. Und dann verschränk die Finger, sodass die Finger sich ineinander hinein verhaken. Und dann halte diese Handhaltung vor dein Solarplexus. Es ist das Ganesha Mudra. Mudra ist eine Handhaltung und Ganesha ist ein hinduistischer Gott, der Elefantengott, der Zerstörer aller Widerstände sozusagen. Das heißt, wenn wir vor einem Problem, vor einer Herausforderung stehen, dann hilft uns Ganesha, diese zu überwinden. So, wir atmen 10-mal ein und aus. Und mit jeder Einatmung ziehst du die Hände aneinander. Und mit der Ausatmung löst du wieder den Druck. Tief einatmen, ziehen. Ausatmen, lösen. Einatmen, kraftvoll. Ausatmen, lösen. Einatmen. Ausatmen, lösen. Einatmen. Und aus. Die letzten drei. Einatmen. Und ausatmen. Tief ein und aus. Und dann wechsle einmal die andere Hand nach oben. Verhake die Finger wieder ineinander, noch hier für 10-mal in deinem Atemtempo. Ziehst du und verhakst die Hände miteinander. So lass den Schultergürtel, den Nacken dabei aber entspannt. Spür die Kraft dadurch in dir und löse wieder locker mit der Ausatmung. Zähle für dich mit. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit immer wieder hier bei dir, bei deinem Mantra. Ich bin kraftvoll. Ich bin stark. Ich glaube an mich selbst. Ich entfalte mein Potenzial. Ich trete in meine Kraft. Und wenn du das 10. Mal ein- und ausgeatmet hast, dann löse deine Hände und spür nochmal einen Augenblick nach. Leg die Hände auf die Oberschenkel. Du hast all dein Potenzial schon in dir. Du darfst wachsen und in deine Kraft treten. Und dann bring deine Handflächen zusammen vor dein Herz.
Neige die Stirn zu den Fingerspitzen und verneig dich vor dir selbst, vor der Kraft in dir, vor allem, was du bist. Om Shanti Shanti Shanti. Namaste. Vielen Dank fürs Mitüben. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ja, trau dich in deine Kraft zu treten. Du hast alles schon in dir. Und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Ich danke dir.